Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video im neuen Jahr. Heute mit dem OMSI 2, dem Omnibus Simulator. Ich hatte ja versprochen gehabt, dass es ein Video mit einem alten Veteranen geben wird, und zwar von MAN, die Serie SGSU 220. Wir haben auch schon bereits OMSI gestartet. Dort ist er. Wir haben jetzt auch den hinteren Kollegen schon bereits abgelöst. Starten tun wir nach deren Zeit um 11:39 Uhr, aktiver Fahrplan. Fahren eine Runde von der Freudstraße in Richtung Starkenharneberg auf der Berlin-Spandau-Map. Ich wünsche nun viel Spaß mit dem Video. Steigen wir ein in unseren Bus und würde sagen, fahren wir los. Denke, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ja, 5 Minuten. Schauen wir uns kurz mal das InDesign von dem Bus an. Den Download-Link werde ich mit in die Videobeschreibung hineinpacken. So, schauen wir uns den Bus eben mal gerade an. Wir haben noch ein paar Minuten. So. Hier könnte man Feierbanner denken, man würde auf. Ja gut, letzten Endes sind es ja Holzsitzer. Also so eine lange Fahrt bis zum anderen Ende der Stadt würde man, glaube ich, nicht durchhalten. Da würde der Allerwerteste schon wehtun. Ja, gut, gehen wir mal ein Stück weiter durch. Fenster sind auch aufklappbar. War eigentlich ganz gut umgesetzt. Allerdings, ich hätte die Türinnenfarbe nicht in weiß gehalten, sondern eher in ein leichtes Grau. Weil das blendet doch schon ziemlich stark. Wenn, sollte man das vielleicht noch mal überarbeiten, aber ansonsten muss ich sagen, ist er doch ziemlich gelungen. Mal sehen, was unsere Fahrgäste dazu sagen, wenn wir jetzt losfahren. Fahren wir mal nach vorne und lassen die Fahrgäste einsteigen. Zu. Legen den Gang ein, lösen die Handbremse. Das sollte normalerweise jetzt aus dem Knick kommen. Scheinbar hat er zu wenig Druckluft. Sind auch schon die ersten Quälgeister. Hallo. Guten Tag. Hallo. Hi. Ja, also die Kameraperspektiven, die sollte man vielleicht mal noch ein bisschen nacharbeiten. Sind nicht wirklich so das wahre. Autoradio haben wir hier, wenn wir das jetzt wieder einschalten, spielt es natürlich wieder Musik und das macht sich wieder auf dem Video nicht ganz so gut. Was gibt es noch? Standheizung haben wir eingeschaltet gehabt, das können wir erstmal ausschalten. Das hier in dem Bereich soll wohl das Ibis sein. Hier liegt unser Fahrplan. Hier kann man sehen, hier ist er. Wieder so ein Fehler drin. Hier kommt ja die Rückenlehne vom Fahrersitz noch mit raus. Polsterter Sitz, nicht schlecht. Jetzt hier drauf drücken, normalerweise sollte das Lenkrad verschwinden, macht es aber auch nicht. Können wir mal die Heizung noch ein bisschen einstellen. Eigentlich die Außentemperatur, die wir stehen haben. So, passen wir mal ein bisschen der Witterung an. So. Gut.
Also mit den letzten zwei Knöpfen, die ich gerade betätigt habe, lassen sich auch hinten die zwei Türen öffnen. Vielleicht hätte man die automatisiert lassen sollen. Aber gut. Wir schauen mal, wie sich der Bus allgemein während der Fahrt verhält. Und dann kann man ja immer dann noch Kritik loswerden oder Lob, wie auch immer. Schauen wir mal. Gut. Lösen die Handbremse. Schließen unsere Türen, fahren los. Schon fangen sie wieder an zu meckern. Na ja, gut, der allerwerteste tut ja auch weh auf den Holzsitze. Muss den Ding mehr ausweichen, sonst werden wir kollidiert. Hallo. Guten Tag. Oh, Mari, sag jetzt mal nichts. Was ist los? Dasselbe ist, wenn er gar nichts sagt. Oh, du bleibst da oben stehen oder was? Sehr gut. Falkensee, Hamburger Straße, Falkenseer Chaussee, Goldstraße, Falkenseer Chaussee, Stadtbahnstraße. So, jetzt stimmt's auch. Und die ganze Haltestellenansage. Hi. Eine Einzelfahrt, bitte. Hallo. Wie soll das denn gehen? Erwachsene bitte. Danke sehr.
Money 2 ist jetzt auch angekommen. Nein. Wer als allererstes einsteigen will, hat da eine Macke. Mal wieder Kurzstrecke. Danke. Guten Tag. Man könnte auch so einen Augenblick warten. Wir haben eine Minute Verfrühung. Draußen schauen. Hier ist die Linie Nummer angezeigt. Hier oben zwar nicht. Vielleicht sollte man mal noch ein paar Rollbahnschilder rausbringen, dann haben wir da eben mal hier das Steckschild. Andere Klappen lassen sich nicht öffnen, aber gut, ich meine, wird's gut. Alles Spielerei. So, Zeit ist in Ordnung, wir fahren weiter. Thank you.
Ja, ob Manni schon der Bobbes weh tut. Bei unserem Vorsitzenden. Außer ich habe meine Kurze ersetzt. Zweibrücker Straße. So. Niemand raus, da steht niemand. Weiter geht's. Der dritte im Bunde. Ach stimmt ja, das sind ja Drillinge, oder waren das noch eine Kuppel mehr? Das ist halt schwer Hallo. Zu sagen jetzt. Hi. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Eine Tageskarte Erwachsene hätte ich gerne. Ja, natürlich. Bitte schön. Einmal normal, bitte. Ach, bist du überhaupt normal? Bitte schön. Der Hexe kommt auch. Sagt nichts jetzt. Das ist ja so. Schwester von der Grüne Hexe. Doch aufgefordert, nichts zu sagen. Wage es dir. So geht's. So. Mal gespannt, was ihr über das Video sagt, über den Bus. Sehr über eure Kommentare gespannt. Nämlich auf dieser Map nicht mehr gefahren. Berlin-Spandau. Mit Finger haben sie eigentlich alles an. Um sie 1 beispielsweise. Ist ja selber.
So, jetzt darf es auch grün werden. Habe ich doch. Zwar die letzte Haltestelle hinten halten müssen, aber da war ja niemand. Ich denke, das ist nicht so wichtig erstmal. Wir werden jetzt an der gegenüberliegenden Haltestelle nicht nochmal, also das ist ja Blödsinn. Sei denn, es stehen da Leute da und dann nehmen wir die eben halt. Also Winter ist hier bei uns zurzeit auch nicht zu sehen. Ja, wie Wumsi 2 auch nicht. Ich denke, wo eigentlich Winter hätte sein können, wäre es ganz schön gewesen um die Weihnachtszeit, aber jetzt mittlerweile kann es eigentlich ruhig nur noch aufwärts gehen. Und auch endlich diese blöde lange Dunkelheit eigentlich wieder aufhört. Hallo. Moin. Moin. So, wir nähern uns Radau Schwandau.
sind absolut pünktlich. Ich auch nicht gedacht. Hallo. Wollen Sie bitte mal ein bisschen wir sind in der Antarktis angekommen. Eiskalt hier. Oh, es ist kalt. Also mach dir warme Gedanke. Die Heizung läuft. Stopp, sackt. Einen normalen Fahrschein, bitte. No, bitteschön. Danke. Guten Tag. Einmal wir sind in der Antarktis angekommen. Eiskalt hier. Sonne, der eiskalt. Mach dir warme Gedanke. Danke. Oh, die Hexe ist auch wieder da. Oh, jetzt sollte es warm werden. Es gibt Dummel. So. Wir fahren weiter. Pünktlich. Brunsbütteler Damm, Ruhlebener Straße. Da hatten wir doch glatt vergessen gehabt, die Haltestellenansage abzuspielen. Da kam eine Haltestelle. Na gut. Nicht mit. Oh. Oh, da kommen wir rein. Der bleibt draußen. Gerade mit der ganzen Dachzeit. Spinner gesehen? VW-Fahrer. Stecken nämlich alle noch in der Versuchsvariante. Also sprich Versuchswagen. Thank you.
Tag. Hat er die Klimaanlage an? Hi. Also hast du noch alle Lampen am Zaun? Das hier ist ein aller Bus. Der hat keine Klima. Oh Mann. Hat der die Klimaanlage? Eieiei. Siegstraße. Kann auch kein Mensch lesen hier. Sollten sie mal noch mal ein bisschen vergrößern die Farbe, also. Dieses Licht hier, das sieht man auch kaum, also es ist noch ein bisschen verbesserungswürdig an dem Bus. Na gut. Das endgültige Fazit ziehen wir dann an der Endhaltestelle. Fahren wir weiter. Hier friert man sicher die Füße ab. Friert man sicher halb tot drin. Was? Hi. Was habt ihr schon mal so, Mensch? Heizung ist an. Kann ich auch nicht machen. So. Mir diese Meckerei. Kalt hier drin. Oh, jo, jo. Hey. Eine schon Kurzstrecke, gesagt. Bitte. Was? Mal kurz. Bitteschön. Danke sehr.
Scheiben putzen gehört auch dazu. Anni will uns ja die Scheiben mehr putzen von außen. Schön. Danke sehr. Mäßig sind wir absolut pünktlich. Eine halbe Minute verfrühen, aber auch das ist geschenkt. Dann machen, weil eben halt die Heizung an ist. So. So. Ja, dieses Gemäuschel. Malermeister Matuschek, Rodam 36. Ah. Ich habe gereicht und draufgestanden, der Malermeister Klecks. Aris, ob er auch das ausführt, was er verspricht. Keine Ahnung. Sachverstand vom Fachverband. Ausgeführt vom Meisterhand. Naja, wie die Karre aussieht, glaube ich nicht, dass das alles so einwandfrei ist dann. Das Jahr hier von der Map ist nicht auf 1994 oder 95 eingestellt, sondern auf 2020, aktuelles Jahr. Und der Karren, der ist aber schon halbwegs museumsreif. Unser MAN-Bus hier.
Ach, jetzt haben wir euch eine Mühle drüber. Und die wieder rauskriegen. Oh, ihr wollt alle was. Einmal Kurzstrecke Schüler. Bitteschön. Danke. Einmal. Also zweimal. Schon ja, ziemlich leer, sehr gut. Aber wir können noch ein Stückchen vorziehen.
So, wir öffnen die Türen, lassen die Leute aussteigen. Ja, was gibt es zu sagen zum Bus selber? Fahren lässt er sich gut, aber gibt noch viele Sachen, die eben halt nachgebessert werden dürften. Zum Beispiel die Knopfbezeichnung hier oben, deren Schrift, die kann man kaum lesen, ist viel zu klein. Dann haben wir hier die Kontrollleuchten, die sind zu dunkel, man sieht kaum, dass sie aktiviert sind. Wenn ein Haltestellenwunsch geäußert wird, sollte der entsprechende auch höller angezeigt werden oder mindestens mit einem akustischen Signal versehen lassen. Also alles im Ganzen ziemliche verbesserungswürdig, sage ich einfach mal nur. So, das war's mit dem Video. Wir wechseln nochmal nach außen. Aus. Hat auch das Licht angehabt, kein Wunder. Also wie gesagt, das war's fürs Video. Mit dem Video. Ein leichter Versprecher, Entschuldigung. Ich hoffe, das Video hat euch ein wenig gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, vielleicht ein Abo. Schreibt in die Kommentare, was ihr über den Bus denkt. Und ja, das nächste Video wird nochmal mit dem Add-on Köln sein. Ich habe gelesen, es gab ein Update, dann werde ich mir das ziehen und werde das dann nochmal aufspielen und auch nochmal Test fangen. Und ich bin sehr gespannt auf das Update, weil ich habe ja eigentlich gesagt gehabt, dass ich dieses Add-on, das überteuerte Add-on, nicht nochmal aufspielen werde, weil es eben halt hin und her noch Fehler hat. Vielleicht hat sich ja jetzt was mit dem Update getan, man weiß es eben. Gut, bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao. Bye, bye.